So, Freunde, dann wieder herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd Nuzlocke Challenge. Beim letzten Mal wenig Fortschritte gemacht und ein bisschen aufgeregt, weil nervig und nervig. Aber jetzt machen wir weiter. Geschwind wie der Wind. Hui. Oh mein Gott, ein Trainer und ich wurde sowas von... Aha. Oh, schau dich nur an. Für ein Abenteuer hast du wieder dein Gepäck dabei. Ja, schon, soll ich einen 3-Tonnen-Rucksack mitnehmen und mir den Rücken brechen? Ich meine, ich muss schon solche fetten Pokémon rumschleppen. Hallo, oh Gott, wie sieht denn hier der Augensprite aus? What the fuck? Oh mein Gott, lustig! Oh Mann. Der sah auf dem Gameboy irgendwie besser aus. Ja. Ich hab nichts gesagt. Lustig. Wollte schon sagen, egal, ich kann sowieso zur Not austauschen, aber egal, Schnabel! Weil das, was gleich kommt, da wird Emily wenig hilfreich sein, deswegen möchte ich jetzt Emily hier die Trainer gönnen, weil Emily zu... Leck mich am... Du weißt schon, am Finger. Oh, fuck, hör auf! Oh, puh, danke. Jo, hau mal rein, du alter Schwein. Ich weiß, ich hätte auswechseln können, aber ich will, dass er Erfahrung bekommt. Oh mein Gott. Säure, müsste das nicht eigentlich total ätzend alles auf der Welt töten? So, Entwicklung, also klar, natürlich darf man einen Namen nicht, überall nehmen. Ich meine, solche Stärke ist ja auch an sich einfach nur so ein Begriff, reingeworfen und Ende. Ach ja, man sollte Pokémon nicht mit der Realität vergleichen, das ist nicht so cool. Bam, Level 31. Wonderful! Emily versucht Bodycheck zu. Ja, bei Emily spare ich mir den Mist mal, ne? Wobei. Nö, ich spare mir den Mist. Bodycheck nicht erlernen, nö. Muss ich mit Emily nicht antun. Als nächstes wird Roselia eingesetzt. Das ist natürlich wunderschön. Nein. Das sind ordentliche Erfahrungen, die kann Emily ruhig alle abkassieren. Ich bin bereit zum Abkassieren. Oder auch nicht. Yeah. Mann, geht mir doch nicht auf die Nüsse. Eine Trainerin. Es ist wieder eine dumme Trainerin nur. Nur eine Trainerin. Für einen kurzen Moment ist gerade mein Herz hängen geblieben. Einfach nur... Oh Mann! Ey, nee, genau wie im letzten Part. Geht mir auf die... Pa! Oh, ey. Meine Herren, meine. Gut, ich wechsle wieder aus. Es kann wieder nichts reißen. Scheiß erste Entwicklung, bevor ich mich, wenn du ein Altaria geworden bist. Oh, ey. Gott, krieg ich Kotze. Meine Fresse. Gott, ich krieg schon leise Kopfschmerzen davon. Reine Silber, schweigendes Gold. Dankeschön. Dankeschön, Bruder Hawk. Dankeschön. Ja, Unfall, ey, gleich gibt's einen Unfall für dich, ey. Da bist du am Kopf kürzer. Ja, lass mich in Ruhe. Du hast bestimmt schon 3 Minuten meines Lebens verschwendet. Geh mich auf die Nerven. Dankeschön. Alter, ey. Ich hätte mir einfach gleich für 500 trainieren sollen. Und Jamie genauso. Wie solltest du später laufen, ey? Ja, sobald die erst weg sind, wird ja aber einiges leichter. So. Schutz wirkt nicht mehr, wunderschön. So. Oh Gott, hier gibt es noch so viele Trainer. Habe ich vor, Emily zu trainieren? Nein. Vielleicht wechseln? Ja. Ah, ich gebe Emily den EP-Teiler. Ich weiß, die anderen können auch Erfahrung brauchen, aber ihr Level ist schon hoch genug, sollte so reichen. Nur Emily so. Oh, das tut mir jetzt leid. So hochzuziehen könnten, weil ich dauernd oder. Wir müssen das Wissen und die Technik, um zu überleben. Das ist ein Pokémon Ranger. Klar, ich gebe dir mal gleich was von Wissen und so ein Kack. So, ich darf aber Jen. Letzte des Kampfes blühen. Oh Gott, ey.
Oder auch nicht, weil jetzt hat hier Jen einen echten Nachteil. Ja, wie verwenden wir denn da? Navi! Deine Resistenz ist hier gefragt. Zum Glück habe ich dich mitgenommen. Ich weiß, ich hätte ja auf Emily wechseln können, aber sie hat auch einen Normaltyp. Das heißt, die Attacke ist normal effektiv. Aber das mit Navi wird nicht praktischer. So, Drachenwut auf Doom. Ach, oh, so ist Navi schneller. So, jetzt kriegt hier jeder drei Erfahrung. Okay. Wobei Emily kriegt hier vielleicht die Hälfte, von daher. Ist alles cool. Stimmt, das war ja das Kapilz, was. Irgendeins von Duisburg vernichtet hat. Ich weiß aber gar nicht mehr was. Ich weiß nicht mehr welches. Ich glaube, das war dann Sache. Sehr traurig. Ich weiß ja nicht genügend Wissen über Pokémon. Das kann wohl sein. Du kannst bald wieder gegen mich, ohne mich wegen meiner Unwissenheit aufzuziehen. Ich habe gar nichts getan, Eckbert. Ich habe nichts gesagt. Hallo? Achso, sie kämpft ja doch. Egal, wo ich gerade so ein schöner Blablabla Sonnenschirmdame. Dann ist dein Sprite falsch. Achso, von Schirmdame Panel. Ach, die haben noch gar nicht diesen neueren Sprite. Egal. Und ein Goldeni. Na, dich werden wir nehmen. Ach, da oben hätte ich einen Doppelkampf machen können. Scheiße. Das heißt, Sprung auf du. Ja. Jen dürfte ja alles gut wegfetzen. 309, 309, wunderschön. Spieler besiegt schon damit Pernilla. Aber das ist nicht fair. Not fair. So, was willst du mir hier, hä? Ich zeig dir meine wahre Stärke, die meine Vogel-Pokémon. Denkst auch nur du. Arsch. Naja. Ich könnte dir jetzt ein Mysterium offenbaren, aber das hat ja Suri getan und das hat mein Weltbild vernichtet. Und zwar bei Briggs, das Weiße, das nicht seine Haare, das ist lediglich eine Mütze. Und das, was da so schwarz ist, das sind seine Haare. Oh ja. Gott, Leute, ich glaube gar nicht, wie das für mich Weltzugang gebrochen ist, weil ich immer dachte, das Weiße wären seine Haare. Und sagen wir es so, das sah damit wesentlich besser aus. Uns fehlt jetzt an Potenzial. Na gut, das sieht auch viel cooler aus, als wenn er eine Mütze trägt, das Schwarze hier seine Haare sind. Also, nee. Oh Mann. Hat Hypertrank gefunden. Ja, gib mal her. So. Heißt es ja. Achso, wir haben Training übersprungen. Zu denen gehen wir aber so oder so hin. Kämpfe gegen mich! Die Weiten des Himmels strahlen die auch unausgesprochenen Versprechen aus. Nichts ist vergleichbar mit dem absoluten Glück des Fliegens. Wäre mal interessant zu fliegen, außer es regnet stark, es hagelt, stärke Windböen oder Gewitter. Aber sonst. Enrico! Rico! Naja, wenigstens mal ein paar humane Namen, die es auch schon gibt. Ich meine, Pernilla? Habe ich noch nie einen Menschen gehört, gesehen, getroffen, der so heißt. Eventuell irgendwo anders, irgendein ausländischer Name. Wer weiß? Warum hocke ich die ganze Zeit auf diese Namen rum? Oh, ein Tropius. Tropius, ich hätte dich so gerne. Nee, mir weiß das ganze Pummel und Tropius ist einfach nur cool. So, jetzt Funkensprung auf Doom. Na stimmt, es ist ja Pflanzenflug, deswegen macht es nur normalen Schaden. Weil Flug ist effektiv, Pflanze nicht sehr effektiv, von daher, ja. Und das Vieh kann fliegen. Ja, es verwendet Blätter und kann damit fliegen. Soll mich keiner fragen, wie diese Mechanik funktioniert. So, jetzt ist das eine Batzen Erfahrung. Abgewürgt und abgestürzt. Wohl wahr. So. Das könnte noch mehr Erfahrung für geben und ja, los geht's! Hohoho, ich mag Kinder, die meinen, sie wären Trainer. Lass uns einen Kampf austragen. Wenn du nicht auf deine Deckung aufpasst, kommt der Schmerz zu dir. Als hätte ich dich nicht erkannt, also bitte. Schlechter Ninja. Und mein Stuhl quietscht, er macht seltsame Geräusche. Oh, fuck, das ist ein Pyromania-Typi. Pyromania! Ich glaube, die können jetzt schon Flambo, oder? Wenn ja, dann sind sie sehr gefährlich. Da Funken. Oh, puh. Ey, auf Emily und sie wäre sowas von Geschichte. Ja. Oh. Egal, wir müssten das Ding schon reißen. Jetzt gewinnen wir das Ding. Komm schon. Bam. Mhm. Wunderschön. Ja, schmeckt mir. Nakago ist auch eigentlich ganz cool, aber ich weiß nicht. Irgendwie konnte ich damit nie so viel anfangen. Oh, fuck.
Oh fuck, ein Karma. So ein Shit. So ein Shit. Ultraschall und bitte mach was mit Gesang. Es wird schwer dann sein. Weiß nicht, wie Schaden macht das? Oh fuck, ey. Das müsste ihn ein bisschen aufhalten. Mob schläft tief und fest. Wir wollen ja nicht, dass es Intensität einsetzt. Ich meine, Emily wäre davon nicht betroffen, aber Jade könnte damit einen ordentlichen Schaden erleiden. Wenn sowas wie Level 10 kommt, man weiß ja nie. Schnabel auf du! Angriff von dem Just steigt stark. Oh mein Gott. Zum Glück kannst du meines Wissens nach nicht so eine starke Attacke momentan, von daher. Oh Mann. Egal. Und es pennt tief und fest. Und einfach Schnabel. Wenn man das Jen verfehlen sollte, so rum. Jetzt hat er schon gerade fast den Namen vergessen. Was soll er? Steht doch da, warum lese ich ihn nicht? Ich glaube, der Part neigt sich auch so langsam seinem Ende zu. Ich werde nicht mehr so viel machen können. Naja. Wird schon. Oh. Gottes Willen. Aber irgendwie ist der Ninja auch putzig. Meint ihr nicht? Meint ihr nicht? Ninja ist voll putzig und so. So, versuchen wir es mal. Oh Gott. Sehe schon. Er möchte Emily den Gar ausmachen. Sonnerschock. Oh. Schnabel. Yay, sehr schön. Puh, ich wollte schon gerade sagen. Das ist natürlich wunderbar, wunderbar, wundervoll, wunderschön. Noch ein bisschen Erfahrung für Emily. Wundervoll. 32. Yes, sir. Ach, hat noch ein Pokémon. Ein Smogon. Naja, Smogmog. Tolles Pokémon, tolles Pokémon. Furienschlag auf Doom, sofern es Funkensprung überlebt. Was machen sollte Smogons Verteidigung ist nicht gerade ohne. Aber das sollte ihm nicht helfen. Gegen unsere mächtige Jen. Jetzt kommt Patrick und der junge Eugen, wir sind besiegt. Und du bist wirklich beeindruckend. Du bist überraschend gut. Kannst du mal sehen. Du bist gut. Können wir da schon hinzufügen? Aber wir können hier ein Item ergattern. Eppa. Ein Elixier. Kann man gebrauchen. Kann man hier auf Surfer einsetzen? Ach so, später. Das heißt, später gibt es erstmal eine Menge Items wieder. Und tada! Wachschieben ist langweilig. Hey du, komm nicht wieder in das Klimainstitut. Wir stehen hier Wache. Hey du, halt dich bloß von dem Klimainstitut fern. Da ist es nicht sicher. Ah ja. Na dann. Klimainstitut. Tja, Freunde, anscheinend, wir dürfen ja nicht rein, von daher. Komm nicht weiter. Würde ich sagen, das Spiel ist leider verbuggt. Das war's mit dem Let's Play. Nein, natürlich nicht. Also hier kurz dein Klimainstitut. Wir hören schon die erkenntliche Musik. Team Arco, beziehungsweise Magma, treiben hier sein Unwesen. Als ich lief, schießt sich jemand nach oben. Das ist toll für dich. Hier ist ein PC, da können wir unsere Pokémon wechseln, aber das lassen wir mal. Da steht im Bett, eine Pause wäre willkommen. Da-di-du. Und damit geht Emily auch wieder besser und allen anderen Pokémon. Yay, das freut uns natürlich. Wen wollen wir einsetzen? Ich stelle die einfach weiter zu Jen. Und da, aber ich würde sagen, das war es erstmal von der Zeit her, ne? Knapp. Wir sagen, Freunde, im nächsten Part widmen wir uns vollkommen dem Klimainstitut. Mal sehen, wie das ausgeht. Bis dahin. Ciao.